Ja, hallo zusammen, Tag auch. Heute gibt es mal ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema, Jambands. Und zwar würde ich gerne mal 5 Jambands vorstellen, anhand von 5 plus Platten. Und im zweiten Teil des Videos gibt es dann noch ein paar zusätzliche Empfehlungen, so im Schnelldurchgang. Das werden dann aber überwiegend CDs sein. Aber am Anfang des Videos möchte ich erstmal ein paar Sätze dazu sagen, zu der Frage, was ist das überhaupt, eine Jamband? Oder wann bezeichnet man eine Band als Jamband? Und ich denke, dass es im Wesentlichen 3 Aspekte oder 3 Kriterien gibt, die dazu führen, dass eine Band eine Jamband ist. Fangen wir mal mit dem musikalischen Aspekt an. In dem Wort Jamband steckt ja das Wort Jammen. Und das bedeutet ja praktisch, dass Musiker sich zusammensetzen, sich für einen Anfang auf irgendeinen Song oder einen Riff oder eine Akkordfolge einigen, dass alle so denselben Einstiegspunkt haben. Und dann fangen die an zu spielen, improvisieren, jeder spielt ein Solo oder mehrere. Und keiner von den beteiligten Musikern weiß jetzt im Grunde genommen, wie das Stück ausgehen wird, welche Wendungen es nimmt und vor allen Dingen, wie lange das Ganze dauert. Und dieser Gesichtspunkt des Jammens, das ist eigentlich auch so die Hauptzielrichtung von Jambands. Das heißt, deren Welt ist im Wesentlichen die Konzertbühne. Die machen natürlich Studioplatten, wo sie ihre Songs dann vorstellen. Aber die nehmen dann in den Konzerten diese Songs und verändern die, dehnen die aus, jammen darüber. Und das führt natürlich dazu, dass im günstigsten Fall kein Konzert musikalisch genauso ist wie das vorherige. Die haben nämlich im Normalfall dann auch im Laufe der Jahre relativ große Setlisten, weil die natürlich auch immer Coverversionen auch noch in ihr Repertoire reinbringen. Und insofern können die also jeden Abend theoretisch verschiedene Stücke spielen, aber selbst wenn die die gleichen Stücke spielen oder einige gleiche Stücke wie am Vorabend, unterscheiden die sich meistens musikalisch, weil der Jam und die Improvisationen dann irgendwann anders werden. Und wenn die gut drauf sind, machen die vielleicht mal ein 30-Minuten-Stück aus so einer Nummer oder also dehnen das auf 30 Minuten aus. Und wenn sie am nächsten Abend vielleicht mal nicht so gut drauf sind, hören sie nach 15 Minuten schon auf. Das Ganze heißt natürlich oder bedeutet, dass die Musiker, die da in so einer Jamband sind, alle mehr oder weniger virtuos mit ihren Instrumenten umgehen müssen, dass die improvisieren können, also ein Instrument gut beherrschen und improvisieren können, sind also auch noch 2 verschiedene Sachen. Und es ist so, dass die Jambands im Normalfall ganz verschiedene Stile in ihre Musik reinbringen. Es ist also nie so, dass eine Band nur Classic Rock spielt. Denn wenn ich jetzt ein Stück, ich sag mal 30 Minuten spiele, immer in demselben Classic Rock Schema, dann wird das natürlich langweilig. Und deswegen bringen die also im Lauf solcher Improvisationen immer Tempiwechsel rein. Da kommt dann mal ein Part, der sich nach Progressive Rock anhört. Dann wird es mal funkig, dann ist vielleicht mal was Folk-ähnliches drin, dann was Jazziges und so weiter. Das heißt, diese ganzen Jambands haben im Normalfall ein Basisrepertoire an verschiedenen musikalischen Stilistiken auch. Ja, wenn man jetzt sich das musikalisch nochmal überlegt, was das bedeutet, dann fragt man sich natürlich immer, was war denn so die erste Jamband? Womit fing das denn an? Und ich glaube, unstrittig ist, dass die Grateful Dead die Mutter aller Jambands waren. Die haben ja in den 60ern schon mit dieser Art des Musikmachens angefangen. Und auf ihrem frühen Live-Album Live Dead von 1969 ist die ja, glaube ich, ist ja Darkstar in einer 23-Minuten-Version. Und das haben die ja dann immer weiter getrieben und zur Perfektion gebracht. Ich habe hier zum Beispiel mal so ein Boxset aus Boston vom Mai 1977. Da ist dann auf einer Seite 2 Stücke, zusammen über 20 Minuten auch, die miteinander kombiniert haben.
Das war dann auch so ein wichtiges Stilmittel der Grateful Dead, dass die verschiedene Stücke über einen improvisierten musikalischen Übergang miteinander verbunden haben. Und diese Zwischenstücke alleine waren dann schon immer anders. Und es war immer die Frage, welche Kombinationen von Songs funktionieren am besten und so weiter. Das ist also in den Foren immer eine Riesendiskussion gewesen. Stück A und Stück B, das passt super zusammen. Und hör dir mal den Übergang in Chicago vom 6. Mai 1978 an, der war perfekt und so weiter. Die Grateful Dead waren natürlich nicht die einzigen. Ich sehe zum Beispiel auch immer die Allman Brothers, die ja auch Ende der 60er, Anfang der 70er schon diese epischen Live-Shows gespielt haben. Ich will jetzt nicht wieder die Live at Fillmore East zeigen, aber da ist ja Whipping Post, ich glaube über 20 Minuten. Es ist In Memory of Elizabeth Reed, auch, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Minuten. Oder auf diesem Album Eat a Peach, was ja auch zum Teil mit Studio, Teil live ist, ist ja eine Live-Version von dem Mountain Jam drauf. Da ist der Jam ja schon im Titel. Über eine halbe Stunde, verteilt auf zwei LP-Seiten. Und ja, wenn das kein Jam ist, ja, weiß ich es auch nicht. Also insofern berufen sich ganz, ganz viele Jam-Bands in der Tradition eben auf die Grateful Dead, auf die Allman Brothers. Und dann sind natürlich viele im Laufe der Jahre dazugekommen. Der zweite Aspekt neben dem musikalischen ist die Fankultur, die so um so Jam-Bands herum existiert. Die haben nämlich immer so einen großen Stamm von Fans, die denen zu Konzerten hinterherfahren und jedes Konzert besuchen. Auch da waren die Grateful Dead ja Vorbereiter mit den Deadheads. Und moderne Jam-Bands haben das auch. Und das lohnt sich eben, weil jede Show anders ist, weil man immer darauf wartet, irgendein Stück, was lange nicht gespielt wurde, kommt heute in dem Konzert und so weiter. Und da gibt es ja Leute, die also ihren ganzen Jahresurlaub opfern, um so einer Jam-Band zum Beispiel während der Sommertour hinterherzufahren und da kein Konzert zu verpassen. Und der dritte Aspekt schlussendlich, der eine Jam-Band auszeichnet, ist, dass sehr viele von diesen Live-Shows veröffentlicht werden. Auch da waren die Grateful Dead Vorreiter. Die haben ja, oder die wollten ja in 70er Jahren den Bootleggern das Handwerk legen und haben es offiziell ihren Fans erlaubt, Konzerte mitzuschneiden. Und die haben ja sogar vor der Bühne einen Bereich freigehalten. Da konnten die Taper dann mit ihren Tonbandmaschinen sich direkt vor der Bühne aufbauen, ihre Mikrofone dahinstellen, dass die also einen möglichst guten Sound hatten. Und diese Tapes zu verkaufen, war ja verpönt. Das heißt, die wurden in der Szene getauscht. Und da ging es dann nachher darum, wer hat die beste Aufnahmequalität von dem und dem Konzert. Den könnte ich dann für eine Kopie davon mein Konzert von da und da als Kopie anbieten, weil da habe ich eine super Tonqualität. Und das war ja dann so ein weltweites Netzwerk, wo also Hunderttausende von Tapes hin und her getauscht wurden. Ich war auch mal Mitglied in so einem Tape-Tauschzirkel, allerdings jetzt nicht bei den Grateful Dead, sondern bei jemand anderem. Das war schon eine irre Geschichte und man hatte dann also kistenweise Tapes da rumstehen. Man hat die nie alle gehört. Naja. Ja, und mit Beginn der Digitalisierung war diese Taperei natürlich obsolet. Und dann haben die Bands ja angefangen, jedes Konzert als Download anschließend zum Kauf anzubieten. Oder man hat zum Beispiel so eine ganze Sommertour dann in 20, 3 CD-Sets auch verkauft, rausgebracht. Und mittlerweile gibt es ja ausgewählte Shows dann immer auch als Mehrfach-LP-Boxen, die dann natürlich eine kleinere Auflage haben und dann relativ schnell vergriffen sind und entsprechend hohe Preise erzielen. Aber zumindest über den Download kann man ja von den großen Jam-Bands eigentlich fast jede Show sich in hochauflösender Qualität runterladen. Und ja, ist natürlich nicht so gut, als wenn man dabei gewesen wäre, aber the next best thing halt. Ja,
Das soll als theoretische Einführung jetzt erstmal reichen. Jetzt kommt Musik. Eine kleine Vorbemerkung noch. Ich habe mich bei diesen 5 Bands entschieden, bei denen jeweils ein Studioalbum zu zeigen. Weil es ist nicht jedermanns Sache, mit einem Live-Set anzufangen, wo die Stücke dann alle 25 Minuten lang sind. Sondern wenn man eine Studioplatte sich anhört, dann sind die Songs, die den Großteil des Live-Repertoires ausmachen, ja, 3, 4, 5, 6 Minuten lang oder auch mal 8, ist ja jetzt egal. Aber man bekommt einen guten Eindruck. Das Ganze ist griffiger. Man bekommt mit, was für einen Sound die haben. Man kriegt mit, wie der Sänger klingt, was der für eine Stimme hat. Wie die Songs sich so ein bisschen ansatzweise entwickeln, kriegt man auch mit. Und wenn einem das schon überhaupt nicht gefällt, dann kann man so Live-Aufnahmen eigentlich auslassen. Wenn einem das gefällt, dann steigt man natürlich tiefer ein und hört sich mal an, wie das klingt, wenn die das eben durch Improvisation auf eine halbe Stunde ausdehnen. Zusätzlich werde ich aber immer auch mal 1 oder 2 Live-Sachen dann noch zeigen, damit ihr da ja so zum Einstieg vielleicht 2 Tipps dann einmal Studio, einmal Live habt. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gesabbelt. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik und zwar direkt von der ersten Band, Leftover Salmon. Viel Spaß! Outside the rain is falling and the sun has lost the sky. Ja, Leftover Salmon. Die Band fällt heute ein bisschen aus dem Rahmen, weil das ist die einzige, deren Wurzeln im Bluegrass und Newgrass liegen. Ich habe den Begriff ja schon oft erwähnt. Das fing ja so in 70er, 80er Jahren an, als traditionelle Bluegrass-Musiker das Spektrum Richtung Jazz, Rock und allen möglichen Stilarten erweitert haben. In diesem Zusammenhang habe ich ja schon oft die Namen David Grisman, Tony Rice, Bela Fleck, Sam Bush, Jerry Douglas und so weiter erwähnt. Und in dieser Tradition ist Leftover Salmon zu sehen. Die wurden 1972 von Vince Herrmann und Drew Emmett gegründet. Es gab dann natürlich immer wieder personelle Umbesetzungen. Heute spielen die in der Besetzung Akustikgitarre, Mandoline, Banjo, Dobro und in der Rhythmus-Section Bass und Drums, was jetzt für so eine Art der Musik nicht selbstverständlich ist, aber einen rockigen Groove dann nochmal gibt und die unheimlich dynamisch werden lässt, die Band. Und neben diesem Newgrass und Bluegrass, wo ja immer auch so ein bisschen Jazz und manchmal auch sogar so leichte Anklänge an klassische Musik drin sind, haben die noch diese Rhythmik der Cajun-Musik drin
ohne allerdings jetzt ein Akkordeon als Instrument zu benutzen. Und die spielen noch zusätzlich dann eben so eine, ja, ich würde das als Rock einfach bezeichnen. Und die selber haben ihre Musik mal als Polyethnic Cajun Slamgrass bezeichnet. Und ja, gut, das sind jetzt so Begrifflichkeiten. Ich finde die jedenfalls klasse, auch vom Gesang her. Was ihr gehört habt, habe ich jetzt nur auf CD, war dieses Album. Das ist, glaube ich, von 1999. Und das war so eine All-Star-Sache. Da haben die nämlich viele Gäste hier eingeladen aus dem gesamten Roots-Bereich. Also Jerry Douglas war dabei, Bela Fleck, Taj Mahal, Joël Sonnier, der dann hier auch mal ein Cajun-Akkordeon spielt, Lucinda Williams, Reese Winans, der Organist von Double Trouble. Und das ist eine ganz tolle Sache, sehr rockig auch, trotz allem. Und ich glaube, dieses Soundbeispiel, was ihr da gehört habt, gibt einen ganz guten Eindruck davon. Als Studioplatte möchte ich gerne mal ihr letztes Album hier vorstellen. Das ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr oder von 23. Und das ist das Album Grassroots. Und das, ja, der Titel ist eigentlich auch Programm. Das ist nämlich Rootsmusik auf Basis von Bluegrass. Auf diesem Album, das ist übrigens in diesem, das soll wahrscheinlich Lachsfarben sein, ist aber jetzt eher so pink geworden. Sehr schöne Innenhülle hier übrigens dabei, mit diesem Fisch. Hier sind ein paar coole Coverversionen drauf. Zwei Stücke von Dylan, Simple Twist of Fate. Und Nashville Skyline Rag als Instrumental, ist ja im Original auch ein Instrumental. Dann ist drauf Fire and Brimstone von Link Wray, Black Peter von Jerry Garcia und Robert Hunter, The New Lee Highway Blues von David Bromberg. Drei musikalische Gäste, selber Bekannte, Billy Strings, der neue Star, in dieser Bluegrass-Newgrass-Szene, den hätte ich heute übrigens auch vorstellen können. Der kommt irgendwann anders nochmal. Der spielt auf zwei Stücken hier Gitarre. Oliver Wood von den Wood Brothers singt auf einem Stück. Und Daryl Anger spielt auf zwei Platten Geige. Und Daryl Anger ist ja einer der ganz großen Musiker, der in den 70ern auch schon in dieser ersten Welle der Newgrass-Bewegung mit dabei war. Klasse Gesang, finde ich, super Stimmen, tolle Musik. Der Jay Starling, der Dobro-Spieler, ist übrigens der Sohn von John Starling, der mal in der Band Seldom Scene war, die ja auch so eine Institution im Bluegrass waren. Und von dem habe ich auch schon mal eine Platte vorgestellt hier in einem Video. Und das ist, wie gesagt, der Sohn. Ja, also jeder, der ein bisschen Interesse an dieser modern gespielten Newgrass, Psychgrass-Richtung hat, tolle Instrumentalisten, klasse Gesang, super Songs, sollte sich den Namen Leftover Salmon mal merken. Ich meine, wenn man den Bandnamen aufs Deutsche übersetzen würde, ne, übrig gelassener Lachs, das würde sich irgendwie total blöd anhören. Auf Englisch klingt das irgendwie witzig, finde ich. Ich habe eine Live-CD von denen, aus 2013, die heißt einfach Live. Die ist noch rockiger, weil da nämlich noch ein E-Gitarrist in der Band war, während hier ja nur akustische Instrumente zu hören sind. Und der spielt also richtig fetzige E-Gitarren-Licks. Und da wird es dann also nochmal eine ganze Ecke rockiger. Aber wie gesagt, insgesamt eine Band, die auch stilistisch zwar ganz klar aus der Bluegrass-Newgrass-Ecke kommt, aber sich sehr weit öffnet Richtung Jazz und Rock. Und jetzt kommen wir wieder mit einem kleinen Musikbeispiel, mit einem Needle Drop, auf die zweite Band. Viel Spaß!
2015 war ja so eine Tournee, so eine Grateful Dead Jubiläums- oder Tribute-Konzertserie. Und der Justin Kreutzmann, der Sohn von Bill Kreutzmann, dem Original-Drummer der Grateful Dead, hat sich überlegt, in den Umbaupausen, wenn da die ganzen Bands sich vorbereiten und die Bühne dann umgebaut wird für den nächsten Auftritt, wäre das mal ganz gut, wenn da jetzt nicht irgendwie Musik vom Band gespielt wird, sondern wenn wir eine coole Instrumentalmusik hätten, die extra zu diesem Anlass komponiert worden ist. Und er hat dann den Neil Casal gefragt, der damals auch öfter schon mal mit Phil Lesh und so gespielt hat, also die kannten sich, ob er nicht Lust hätte, ich weiß nicht, 3 Stunden Musik oder so was zu komponieren, die einzuspielen, damit man die dann in den Pausen laufen lassen könnte. Und dann hat der Neil Casal seinen Kumpel Adam McDougall, das ist ein Keyboarder, mit dem er damals bei der Chris Robinson Brotherhood war, gefragt, ob er auch dabei ist. Und dann haben sie noch einen Drummer und einen Bassisten dazu genommen. Dann hat er die Musik geschrieben und dann haben die das also praktisch während dieser Pausen bei diesen Grateful Dead Tribute-Konzerten gespielt. Und die Leute, das Publikum war da so begeistert von, dass die nachher gefragt haben, was ist das denn und oh, das möchte ich gern haben. Es gab also einen richtigen Run da drauf und dann hat Rhino sich entschieden, einen Teil dieser Musik zu veröffentlichen. Die Jungs selber nannten sich Circles Around the Sun und dieses erste Album, was damals rauskam, war ein Doppelalbum. Ich habe hier die Deluxe-Ausgabe, das ist also eine 4-LP-Box, hieß dann passend Interludes for the Dead. Das war also nur Instrumentalmusik in diesem Bereich, ein bisschen Ähnlichkeit mit Grateful Dead. Da war ein bisschen Psychedelic Rock drin, da war ein bisschen Jazz drin, natürlich Rock auch immer. Ganz klar dominiert von Neil Casals Gitarre und von Adam McDougalls Keyboards. Und dieses Album, das Doppelalbum, hat sich dann, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Jedenfalls sind die zusammengeblieben und haben dann kurze Zeit später das nächste Doppelalbum rausgebracht, Let It Wander. Und davon habt ihr einen kurzen Ausschnitt gehört. Die hat also ein sehr smart gemachtes Cover, ist natürlich nur schwarz und silber. Aber von der grafischen Gestaltung finde ich das also richtig klasse. Ist also auch ein Doppelalbum. Da sind jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Stücke drauf. Hier sieht man die Band. Und ich habe mir zu einigen Stücken ein paar kurze Notizen gemacht. Electric Chair, das Stück, da hört sich Neil Casal also fast an wie David Gilmour, so vom Gitarrenton her. Dann ist ein Song da, One for Chuck, da hat der Chuck D von Public Enemy im Intro kurz was gesungen, der war da wohl im Studio nebenan, als die gespielt haben, dann ist er mal vorbeigekommen und dann haben sie ihm zu Ehren dieses Stück gemacht. Dann Tacoma Narrows ist das Stück, wo Neil Casal so seine heftigste Gitarre spielt. Er ist sowieso derjenige, der das Ganze trägt und einen schönen Kontrapunkt zu den Keyboards von Adam McDougall setzt. Auf späteren Platten ist der mir ein bisschen zu dominant geworden. Das heißt, die Gitarren gehen in den Hintergrund und die Keyboards sind im Vordergrund. Mir gefallen diese beiden Sachen mit Neil Casal am besten, der ja dann leider kurze Zeit später tragisch verstorben ist. Circles Around the Sun gibt es immer noch. Die machen also, haben also neue Gitarristen dann in der Band, machen auch noch weiter. Aber ich finde so, die ersten beiden Platten sind wirklich das Beste. Und das sind auch also lange Stücke, die sind, ich habe jetzt nicht die Zeiten hier, die sind irgendwie auch so zwischen 6, 7 und bis 12, 13 Minuten. Es ist wie gesagt diese reine Quartettbesetzung und es meandert
teilweise sehr lang vor sich hin. Dann kommt mal ein Gitarrensolo, dann kommen die Keyboards wieder. Ich höre da ein bisschen Jazz, ich höre da manchmal ein bisschen Funk sogar drin. Ich höre da Psychedelic Rock raus. Es ist jetzt sowieso schwierig, bei dieser Musik jedes Mal die musikalischen Stile runterzubeten, die man da hört, weil irgendwo ist da immer alles drin. Bei Leftover Salmon war es noch relativ einfach, weil die eben diese starke Bluegrass-Fixierung haben. Bei den anderen ist immer was aus Classic Rock, Psychedelic, Prog Rock, dann ist mal Funk drin, dann ist mal ein bisschen Soul drin, dann ist mal ein bisschen mehr Jazz, dann hört es sich mal ein bisschen nach Frank Zappa an. Also ich werde das jetzt auch nicht bei jeder Platte immer so explizit hier vorbeten. Man kann sich das irgendwo denken und man muss das sowieso sich dann auch mal anhören. Kann man ja streamen, dann kriegt man so einen ungefähren Einblick. Und es ist natürlich klar, dass bei einem 17-Minuten-Stück immer eine Menge passiert und die Rhythmik sich auch ändert und so weiter, sonst wird es ja langweilig. Und langweilige Platten stelle ich ja hier sowieso nicht vor. Das nächste, was ich habe, das mache ich jetzt aber ohne Soundbeispiel, ist das vierte Studioalbum der Dave Matthews Band, Before These Crowded Streets. Dies ist jetzt so eine Wiederveröffentlichung zum, was war das, 25. Jubiläum, glaube ich. Ja genau, die ist 25 Jahre alt gewesen im letzten Jahr. Sehr schön gemacht. Mit dem, ich zeige die mal kurz, Gatefold-Cover. Dann waren hier diese Innenhüllen mit coolen Schwarz-Weiß-Fotos der Band. Und hier ist noch ein Booklet dabei gewesen, auch sehr gut, mit Texten und natürlich dann auch noch Fotos und so weiter und so fort. Ja, die Dave Matthews Band ist ja sowieso ein ganz spezieller Fall. Die haben ja durch die Besetzung Akustikgitarre, Saxophone, Violine und natürlich Drums und Percussion und Bass sowieso einen ganz eigenen Sound. Ich glaube, mittlerweile haben sie auch noch einen Keyboarder dabei, aber wie gesagt, das ist schon was ganz Eigenes und war damals auch so in der Form noch nie gehört worden, in der Zusammensetzung. Und auf diesem Album, was ich persönlich von den frühen fast neben der Under the Table and Dreaming seine beste Platte finde, ist die musikalische Bandbreite noch mal eine Ecke größer geworden, was auch an einigen Gästen liegt. Auf zwei Stücken ist nämlich das Kronos-Quartett dabei, diese Neo-Classical-Streichinstrument-Gruppe. Auf drei Songs spielt der wunderbare Bela Fleck Banjo, gibt dann also auch noch mal eine ganz andere Klangfarbe. Zwei Songs sieht Alanis Morissette als Background-Sängerin. Dieses Stück, wie heißt das, Stay, ist eine Disco-Nummer mit weiblichem Background-Gesang. Jetzt nicht mit Alanis Morissette, sondern mit drei anderen Sängerinnen. Ist also wirklich so ein Disco-Rhythmus. Die besten Stücke sind für mich Don't Drink, Crush und Dreaming Tree. Ansonsten fällt auf, dass Dave Matthews auf der Platte sehr viel so aus dem Kehlkopf singt. Also diesen Gesangsstil hat, den man sonst häufig so von Heavy-Metal-Schautersängern so kennt, die dann so schreien. Ne? Oder ist das Heavy-Metal? Ich glaube. Aber das macht er hier halt sehr häufig und hat da nachher ein bisschen abgelegt, diesen Stil. Ja, insgesamt ein Album, wie man es von Dave Matthews eigentlich kennt. Eine typische Dave Matthews-Platte halt, aber so als Einstieg finde ich die zusammen mit der Under the Table and Dreaming sehr geeignet. Wobei, schlechte Platten hat er eigentlich nie gemacht. Der war ja jetzt auch in Deutschland auf Tour, habe ich leider nicht geschafft, mir da ein Konzert anzugucken. Der Nico von der Vinylhöhle hat ja ein sehr schönes
Konzertbesprechungsvideo gemacht. Vielleicht da mal reingucken, wen das interessiert. Aber die Dave Matthews Band ist ja auch so eine Band, die man so richtig nur live würdigen kann. Und von den wirklich zahllosen Live-Veröffentlichungen, die es da gibt, möchte ich hier kurz zwei vorstellen. Da ist zum einen das Central Park Konzert. Das ist eine 3-CD-Box, noch in dieser dicken Box, die es da früher mal gab. Ich weiß auch nicht, ob das jemals auf Vinyl veröffentlicht wurde. Und es gab solche Sets von der 2009er Europa-Tour. Da sind also 3 CDs drin vom 5.7.2009 aus Lucca in Italien und eine DVD von der Brixton Academy in London vom 26.06.2009. Und das ist also richtig cool gemacht immer. Hier vorne sind dann die Discs drin und dann jede Menge Fotos und also sehr stimmungsvoll das Ganze. Also einfach klasse gemacht. Von der gesamten Tour dann aber sehr aufwendig, sehr, also fantastischer Sound. Ja, lohnt sich einfach, sich sowas zu kaufen. Ich glaube, die gibt es auch alle noch. Und das ist natürlich im Zweifelsfall noch besser, wenn man die Bandbreite der Band und die Musikalität der Band kennenlernen will, als wenn man sich die Studioplatten anhört. Das gilt ja für alle Jam-Bands. Bei vielen sagt man ja, die Studioplatten kannst du im Grunde vergessen, die wirken nur so richtig live. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe ja jetzt auch immer Studioplatten rausgesucht, die ich gut finde. Aber wenn man so die Tiefe der Musik und die Virtuosität, die die an ihren Instrumenten haben und die die überhaupt als Musiker auch auszeichnet, erfassen will, dann muss man schon in die Live-Geschichten reingehen. Und das gilt besonders und speziell auch für die Dave Matthews Band. Ja, für die nächste habe ich wieder einen kleinen Musikschnipsel vorbereitet. Ja, was ihr jetzt gehört habt, war ein kurzer Ausschnitt aus dem letzten Studioalbum der amerikanischen Band Phish, also P-H-I-S-H geschrieben, Sigma Oasis von 2020. Stimmt doch, ne? Ja, steht kein Jahr drauf, ich glaube, ist von 2020. Phish gibt es seit 1983, wurde in Vermont gegründet, von Trey Anastasio und 3 Mitmusikern. Und bis auf eine kleine Umbesetzung sind die jetzt also seit 40 Jahren eigentlich unverändert. Die hatten sich zwischendurch mal 5 Jahre getrennt, haben sich dann aber wieder zusammengefunden und sind jetzt seit 2009 in dieser Besetzung auch zusammen. Und Phish ist wahrscheinlich die erfolgreichste von diesen Jam-Bands und die musikalisch vielseitigste, weil die also wirklich alle Stile fast verwursteln in ihrer Musik, die man sich so vorstellen kann. Ich wollte noch mal einmal kurz die Sachen zeigen, die zu der Platte gehören. Hier ist also wieder so ein Booklet dabei.
mit Texten und sehr schönen Fotos auch. Und das Vinyl ist also ein Doppelalbum, da muss ich erstmal gucken, wie das heißt. Seafoam Black Split Vinyl. Ist also wirklich so von Farben her schwarz-grün geteilt, mit so leicht verlaufenden Rändern. Die zweite Platte sieht genauso aus. Klingt richtig gut, muss man also wirklich sagen. Und wenn man so bei Allmusic oder bei irgendwelchen anderen Publikationen eine Besprechung von diesem Album liest, die wird also als eins der besten Studioalben von Fish bezeichnet, weil man denen immer nachgesagt hat, mehr noch als anderen, die Studioplatten kannst du im Grunde vergessen, die kommen so richtig nur live. Und diese Platte erfüllt also offensichtlich das, was man bei dem Potenzial, was die Band hat, auch an Anforderungen an eine Studioplatte stellen würde. Und ich muss sagen, mir gefällt die auch richtig gut. Die kann man total klasse hören. Ich meine, Trey Anastasio als Gitarrist ist ja sowieso eine ganz große Nummer. Der taucht ja auch auf ganz vielen Konzerten anderer als Special Guest auf. Ist also unheimlich aktiv, auch sehr gut vernetzt. Und die anderen Leute hier, die spielen ja in der Besetzung Keyboards, Gitarre und natürlich Bass und Drums. Sind auch alles hervorragende Musiker und das passt einfach. Außerdem mag ich sehr den Gesang von Trey Anastasio, aber Paige McConnell, der Keyboarder, singt auch, gefällt mir auch sehr gut. Zu den einzelnen Stücken nochmal ein paar Besonderheiten. Mercury klingt sehr nach Progrock, nach klassischem Progrock. Thread hat wirklich sehr viel Ähnlichkeit mit Frank Zappa in den 70ern. Leaves auf der anderen Seite ist eine richtig tolle Mitsingballade, wo man, wenn man die hier auf der Platte hört, nie auf die Idee käme, dass das von so einer ganz ausgebufften Jamband kommt. Und Everything's Right hat schon speziell gegen Ende so eine Science-Fiction-Atmosphäre, weil da dann auch sehr ungewöhnliche Keyboard-Klänge reinkommen, die das Ganze also wirklich so als Soundtrack für einen Science-Fiction-Film total geeignet machen würden. Und das zeigt also auch schon, dass die also auch elektronische Elemente hier in ihre Musik reinbringen und dann wirklich so in Richtung Progrock auch gehen können. Andererseits scheuen die sich auch nicht, Country-Sequenzen einzubauen in ihre Musik oder sogar auch mal so kurze Bluegrass-Überleitungen. Also sehr, sehr vielfältig. Und dieser Verweis auf Zappa kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr. Der hat ja auch in einem Stück 7 verschiedene Stile gemischt und quasi schwerelos miteinander verbunden. Und das kriegt Fish an vielen Stellen auch hin. Also für mich eine ganz tolle Band. Aufgrund dieser Kritiken, die ich gelesen habe, wenn man mit einer Studioplatte von denen anfangen will, Sigma Oasis kann ich aufgrund meiner Hörerfahrung absolut empfehlen. Wobei hier auch Stücke drauf sind, die dann schon auf 8-9 Minuten kommen. Es sind also jetzt nicht alles nur so 3 Minuten, sondern die werden auch hier schon ausgereizt ein bisschen mit Improvisationen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es live dann an der Stelle weitergehen würde und dann eben 3 oder 4 Mal so lang ist. Aber hier ist eigentlich so dann beides ganz gut drin. Das kompakte, songmäßige, aber auch schon der Weg, wie die Improvisationen laufen werden. Und wenn man da was Gutes sucht, wie gesagt, wenn ihr da bei Discogs mal guckt, ich weiß gar nicht, wie viele CD-Boxen die von Konzerten veröffentlicht haben. Ich habe hier eine The Baker's Dozen, Live at Madison Square Garden.
gibt es auch als 6-LP-Box, die ist von 2018. Das sind hier 3 CDs. Und bei Discogs habe ich mal zu der 6-LP-Box gelesen, das ist die beste, bestklingendste Live-Aufnahme von Fish. Also das hier als LP-Box ist aber nicht zu bezahlen, braucht da gar nicht zu gucken. Ist aber auch ganz cool gemacht hier mit so einem Booklet dabei. Und dann, wie gesagt, hier die 3 CDs in diesen üblichen Papphüllen. Und da sind dann eben Stücke drauf. 23 Minuten, 25 Minuten, 20 Minuten, 24 Minuten, 16 Minuten, 20 Minuten. Ich glaube, das kürzeste ist 7,38. Nee, 7,28. Also 2 solche, dann viel über 10 und das meiste über 20 Minuten lang. Ist also die volle Bedienung, lohnt sich aber auf jeden Fall. Fish, wirklich tolle Band. Ja, jetzt komme ich zu jemandem, zu dessen Ehren ich schon eine Platte hinter mir ins Regal gestellt habe, Jerry Garcia. Der hatte ja neben seiner Arbeit bei Grateful Dead immer, schon seit den 70ern, diese Jerry Garcia Band. Das war ja sein zweites Standbein. Die haben aber musikalisch eine andere Sache gemacht. Da hat er nämlich eigentlich seiner Liebe für Folk, Country, Soul, Blues und andere Singer-Songwriter gefrönt. Und die Musik hat also fast nichts mit Grateful Dead zu tun. Und wenn er Stücke von den Grateful Dead gespielt hat, in der Jerry Garcia Band, haben die sich auch immer rootsiger und Folk-Blues, wie auch immer, mäßiger angehört, als wenn er die mit den Grateful Dead gespielt hat. Und auch von ihm, jetzt muss ich mal eben hier rübergreifen, gibt es ja unzählige Live-Aufnahmen, unter anderem diese Serie Garcia Live, die mittlerweile mehr als 20 Folgen umfasst. Ich habe die ja alle, sind auch alle gut, aber wenn ich es runterbrechen sollte auf 3 essentielle Sachen, die man wirklich haben sollte. Und wie gesagt, in dem Stil gibt es keine Studioaufnahme von ihm. 3 essentielle Live-Aufnahmen. Dann ist das zum einen der Set von 1974, Let It Rock. Die habe ich schon mal in einem Live-Plattenvideo von mir vorgestellt. Das ist mit dieser genialen Band, mit dem Ex-Elvis-Schlagzeuger Ron Tutt und dem Akustikpianisten, dem großartigen Nicky Hopkins. Und das Wechselspiel zwischen Jerry Garcia und Nicky Hopkins auf diesem Album ist einfach atemberaubend. Ja, dann hatte er eine sehr langlebige Band mit dem Keyboarder Merle Saunders. Und da gibt es hier eine sehr schöne Box, The Complete Keystone Recordings. Das sind hier 4 CDs. Gibt es auch oder gab es auch als LP-Box. Einfach super. Und nochmal ein absolutes Highlight, hatte ich auch als CD-Box. Habe ich mir jetzt als 5-LP-Box gekauft. Und zwar ist das diese Box, Jerry Garcia Band. Das sind Live-Aufnahmen von 1990. Diese Box gibt es zu ganz unterschiedlichen Preisen. Ich habe die, darf man glaube ich gar nicht sagen, für 70 Euro von iMusic. Ist also erstmal in diesem festen Karton. Dann nochmal ein sehr schönes Booklet dabei. Ist eigentlich nur so ein doppeltes Faltblatt, reicht aber auch. Und die LPs selber kommen immer in so einer schönen Außenhülle. Innen drin dann diese nochmal gefütterte weiße Hüllen und immer das identische Label, wo man Jerry Garcia dann nochmal sieht. Ja, wie gesagt, 1990 in seiner Band 2 Background-Sängerinnen.
Dann Melvin Seals als Keyboarder, David Kemper am Schlagzeug, der nachher dann auch mal bei Dylan war, und sein langjähriger Bassist John Kahn. Und vom Repertoire spielen die hier Sachen von Smokey Robinson, von Dylan natürlich mehrere Sachen, Get Out of My Life von Alan Toussaint, Stop That Train von Peter Tosh, Evangeline von David Hidalgo von den Los Lobos, dann das Stück That Lucky Old Son, ist ja auch so ein Klassiker, Dear Prudence von Lennon McCartney, absolut herrlich, ganz, ganz toll, super Sound auch hier auf den Platten. Und die Stücke sind jetzt nicht ganz so lang wie bei Fish. Dear Prudence ist 11,5 Minuten. Don't Let Go, das Stück von Jesse Stone, ist die längste Nummer hier mit 17 Minuten. Und That Lucky Old Son, 11 Minuten. Tangled Up in Blue, 12 Minuten. Führt also dazu, dass auf vielen Seiten dann jeweils nur ein Stück ist. Wahrscheinlich hätte man das auch auf 4 Platten packen können, aber ist egal. Es ist jetzt also Meckern auf hohem Niveau. Und wie gesagt, das ist Jerry Garcia in seiner Band neben Grateful Dead. Das heißt, das hier ist Roots mit sehr viel Folk drin, mit sehr viel Blues drin, mit Soul drin. Natürlich auch mit Rock drin, aber insgesamt eine sehr, sehr rootsige Sache. Und ich weiß nicht, wie lange es die Box noch gibt, aber wer Interesse an sowas hat und hier überhaupt mal die andere Seite von Jerry Garcia kennenlernen will, also das Ding kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Jerry Garcia Band, Live-Aufnahmen von 1990. Ursprünglich ist die, glaube ich, 2021 rausgekommen. Die ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden. Ich habe mir die nämlich erst Anfang diesen Jahres gekauft. Weil ich die auf CD hatte, kannte ich natürlich die Musik. Aber das sind so Sachen, das wollte ich unbedingt auf Vinyl haben. Und bei dem Kurs musste ich auch nicht zweimal überlegen. Ja, das waren jetzt mal 5 etwas ausführlichere Vorstellungen. Vielleicht war für euch was dabei. Musikalisch lohnen tut sich alles. Ich habe ja einleitend zu diesem Video schon gesagt, am Schluss mache ich nochmal einen Schnelldurchgang mit einigen anderen Sachen, die ich absolut empfehlen kann. Wo ich aber jetzt mir eine längere Beschreibung spare, weil ich bin jetzt auch schon sowieso lang genug mit dem Video. Aber ich wollte zumindest mal darauf hinweisen. Weitere Jambands ist natürlich jetzt auch nicht vollständig für mich. Ich habe da noch was hinter mir, was da reinpassen würde. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, noch mal ein paar Highlights rausgesucht. Tedeschi Trucks Band. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das eine Jamband? Ja, ich würde sagen, in gewisser Weise ist es eine Jamband. Alle Studioalben von denen finde ich sehr gut. Ich zeige mal eine von den letzten. Das war ja so eine vierteilige Serie, I Am The Moon. Dies ist Folge 1, Crescent. Alle 4 Teile sehr empfehlenswert. Live, auch eigentlich alles gut. Ich persönlich finde dieses ganz toll. Das ist diese, wo sie das komplette Layla-Album von Derek and the Dominos spielen. Layla Revisited. Gemastert von Chris Bellman. Tolle Qualität. Hier ist übrigens Trey Anastasio als 4. Gitarrist oder so was, als Gast dabei. Der geht aber hier nicht unter, sondern der setzt schon auch neben Derek Trucks ein paar tolle Akzente. Und man weiß, wieso sie den gefragt haben, hier mitzumachen. Aber das Dreifachalbum, mega gut. Ja, es ist immer beruhigend, wenn man einen geladenen Ersatzakku zur Hand hat. Ich musste dann nämlich gerade mal wechseln. Dann eine Band, ich glaube, das Album habe ich auch schon mal vorgestellt, aber auch da gibt es so viel, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Govet oder Government Mule, die Band von Warren Haynes. Auch
Improvisationskünstler, ein bisschen heftiger, so in der Richtung Bluesrock unterwegs, aber auch alles tolle Musik. Und jeder, der auf Jams und lange Soli und guten Gesang und so steht, kann bei der Band nichts verkehrt machen. Dann, ich hatte sie vorhin schon erwähnt, eine der zahlreichen Bands, in denen Neil Casal seinen Stempel hinterlassen hat, die Chris Robinson Brotherhood. Chris Robinson ist ja der Bruder von Rich Robinson und war ja bei den Black Crowes und hat dann diese Jamband Chris Robinson Brotherhood gegründet, mit Neil Casal unter anderem als Leadgitarrist. Von den ganzen Studioplatten, die die gemacht haben, habe ich hier eine, wo hat die jetzt so einen langen Titel, wie heißen die? Any Way You Love, We Know How You Feel. Ja, genau. Ja, ist schön. Also die Studioplatten sind eigentlich auch alle ganz gut von denen. Aber auch die kommen natürlich so richtig erst live. Und da gab es diese Serie Betty's Blends. Dies ist, glaube ich, Volume 3 und das ist Volume 2. Betty's Blends, Volume 2 und hier Volume 3. Betty's Blends heißt das deswegen, die Toningenieurin, die diese Aufnahmen aufgenommen hat, ist die legendäre Betty Cantor Jackson, die in den 70ern schon ganz viele von den bahnbrechenden Live-Aufnahmen der Grateful Dead als Toningenieurin betreut hat. Und die, ich glaube, eine der ersten Frauen war, die in diesem männerdominierten Geschäft eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ihr müsst mal gucken, wenn ihr Live-Aufnahmen von den Grateful Dead habt, speziell so aus den 70ern, wie oft da in den Liner Notes steht, recorded by Betty Cantor Jackson. Und die hat dann nachher hier, die lebt also noch, die hat also bis vor kurzem auch noch gearbeitet, die hat also hier auch die Aufnahmen der Chris Robinson Brotherhood betreut und deswegen klingen die alle super. Und diese Sachen gab es alle auch mal als LP-Boxen, sind aber mittlerweile unbezahlbar. Dann im Rahmen von Grateful Dead gibt es ja speziell die Bob Weir und Phil Lesh, die unter verschiedenen Konfigurationen nachher weitergemacht haben. Eine davon, oder eine Gruppe zum Beispiel davon, die sehr bekannt ist, war Phil Lesh and Friends. Der hat also immer verschiedene Leute, mit denen er befreundet war, Mitmusiker eingeladen und die haben dann Touren oder Konzerte gegeben, Touren gemacht oder Konzerte gegeben. Eine ist hier Live at the Warfield in San Francisco. Das ist von 2006. Und das ist ein 2-CD plus DVD-Set. Und einer von den Freunden hier ist zum Beispiel John Scofield, der großartige Jazz-Gitarrist. Dann ist Joan Osborne als Sängerin dabei, die ja auch mal mit den Dead, also mit der Nachfolgeband der Grateful Dead gesungen hat. Larry Campbell, der alte Dylan-Sideman, ist als Gitarrist hier noch dabei. Greg Osby, auch ein bekannter Jazzer, spielt Saxophon. Also super Musik auch. Bob Weir, der zweite Gitarrist der Dead, hat dann das Projekt Bob Weir and Wolf Brothers gehabt. Die gab es auch auf Vinyl. Die habe ich jetzt auch nur auf CD. Da gibt es zwei Teile von, eine live in Colorado, eine hier mit diesem rot-braunen Cover. Der zweite Teil hat so ein grünes Cover. Und bei den Wolf Brothers spielt Don Wars Bass. Don Wars, der ja früher Produzent war, jetzt ist er ja CEO von Blue Note Records. Aber der ist halt auch Musiker. Und manchmal überkommt es ihn und der spielt dann irgendwo noch Musik. Und da war der hier dann dabei als Bassist. Wer ist dann noch bei? Jeff Clementi, Piano, Greg Lees,
Pedal Steel und Jay Lane an den Drums. Auch eine tolle Sache. Bob Weir mag ich auch sehr, auch als Sänger. Der hat auch ein paar schöne Soloplatten gemacht. Auch zuletzt noch, also vor ein paar Jahren, Bob Weir. Ja, und dann gibt es noch eine Band, die vielleicht den Grateful Dead am nächsten kommt, weil sie irgendwie am rockigsten ist, beziehungsweise die Musik dann teilweise wirklich auch Ähnlichkeit hat mit dem, was die Dead gemacht haben. Und das ist die Band Widespread Panic. Gibt es auch schon seit ewigen Zeiten. Hier ist jetzt mal ein Studioalbum von denen, Dirty Side Down. Die ist von 2010. Die spielen übrigens auch eine fantastische Version von Morning Dew auf diesem Grateful Dead Tribut. Die waren also bei diesen Konzerten dabei, wo Neil Casal und Circles Round the Sun die Pausenmusik gemacht haben. Und eine Live-Platte von denen, Live at Myrtle Beach, auch eine Doppel-CD, sehr empfehlenswert. Und hier sind die Stücke dann auch so zwischen 5 und 17 Minuten, beziehungsweise auf Seite 2 dann sogar 23 Minuten eins auch. Also typischer Jamband-Sound. Ja, das war mal ein Video, 5 Jambands plus ein paar Schnelldurchläufe. Also sich mit Jambands zu beschäftigen und speziell die Musik zu hören, ist natürlich eine Aufgabe, weil wenn man die Live-Sachen hört, da muss man sich schon darauf konzentrieren und das dauert natürlich. Na klar, man kann es auch in Häppchen genießen, wie alles, aber es setzt meiner Meinung nach ein anderes Verständnis für Musik voraus. Wer jetzt also so auf kurze Songs programmiert ist, für den ist das natürlich alles denkbar ungeeignet. Wer gerne sich in Musik fallen lässt und die Schritte, die die Musiker im Laufe von so einem Jam vollziehen, gerne im Geiste nachvollzieht und denkt, guck mal, ne, jetzt das Stück hat so und so angefangen und dann war irgendwas und jetzt sind sie so und so wieder zu dem Anfangsthema zurückgekehrt. Wer also diesen musikalisch denkenden Ansatz hat, für den ist das natürlich neben dem Jazz ja vielleicht die anspruchsvollste Form und auch die geeignetste Form, um Musik zu hören. Weil man da also vielleicht ein Verständnis auch dafür bekommt, wie Musiker denken und wie sich so ein Stück aufbaut, wie es sich vom Thema wegentwickelt, wie es wieder darauf zusteuert und so weiter. Also da kann man eine Menge Verknüpfungen im Kopf herstellen. Aber ich will jetzt nicht allzu philosophisch werden. Ich hoffe, trotz der Länge und trotz der vielen Platten war was dabei oder interessant oder was auch immer. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao. Thank you.